Hallo Freunde und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Wizardry Teil 6. Wir wollen uns jetzt mal die Charaktere anschauen, die ich uns ausgesucht habe, ansehen. Da haben wir unter anderem Fala. Okay, da sehen wir nur die Werte und so weiter, aber sonst nichts. Okay, schade. Dann machen wir das anders. Dann schauen wir sie uns später an, wenn wir im Spiel drinnen sind. Weil hier sehen wir jetzt nur die Werte und so weiter und so fort. Und das war's dann. So, dann lasst uns lieber mal die Mitglieder hinzufügen. Und zwar würde ich an der ersten Reihe Daolin, eine weibliche Fellpur-Samurai, hinsetzen. Danach auf der auch weiter oben, das ist dann auf der rechten Seite, vordere Ding, kommt Tadada rein, ein männlicher Zwerg, ein Lord. In der zweiten Reihe kommt unser Bade Tak rein, ein männlicher Rabulf. Und Fala kommt rein, ein weiblicher Mensch, und zwar eine Valkyrie. In der letzten Reihe kommen hin Orael. Das ist ein Priester, und zwar ein männlicher Muck. Ich weiß nicht, das Bild sieht eher aus eigentlich wie ein Dingsbums. Wie ein Zwerg oder so, hätte ich gesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon richtig passt. Ja, Daolin, so Samurai-mäßig sieht es jetzt hier nicht wirklich aus, aber das andere Samurai-Bild hat auch irgendwie nicht so richtig gepasst. Also die Porträts, die es hier gibt, sind alle nicht ganz so hundertprozentig, meiner Meinung nach. So, unser letztes Mitglied wird Sinaloe sein. Sie wollt ja mitmachen und sie wollt ein Fee spielen. Das heißt, weibliche Fee, und zwar ein Magier. Und damit würde ich auch sagen, sind wir hier fertig und beginnen ein neues Spiel. Ihr betretet irgendwas, zuversichtlich nähert ihr euch dem Tor, wohl wissend, dass ihr im Notfall jederzeit umkehren könnt. Ja, manche dieser Gesprächsoptionen sind ein bisschen, gehen ein bisschen schnell, dass ich sie nicht lesen kann. Das ging jetzt extrem schnell. So, wir betreten also dieses Schloss, von dem wir ja schon in der ersten Folge gehört haben. Ihr seid in der Empfangshalle des scheinbar leerstehenden Schlosses. Dicker Staub bedeckt den Boden. Schwache Laufgeräusche aus weit entfernten Gängen mahnen euch, dass ihr hier Eindringlinge seid. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Ihr seht es auch schon, das Spiel hat keine Minimap selber. Das Spiel hat definitiv keine Minimap. Aber es gibt so ein kleines Programm, mit dem man die Minimap emulieren kann oder dazufügen kann, so in ein separates Fenster. Und das habe ich jetzt auch hier auf der, ihr seht es ja, kann ich da mal kurz eigentlich auch hingehen? Ja, hier, da seht ihr das hier. Da kann ich auch Sachen markieren und alles. Kann ich auch scrollen? Ja, kann ich. Genau, da können wir uns dann ein bisschen das Ding anschauen. Ich muss noch schauen, ob ich das irgendwie vielleicht größer mache. Das muss ich mal schauen. Also hier auf der Seite, dass ihr das da ein bisschen besser seht. Oder ob ich das so klein lasse. Da muss ich mal ein bisschen noch mitschauen und ein bisschen mitspielen. So. Jedenfalls, jetzt können wir uns erst einmal uns umschauen, was wir alles machen können. Wir können hier, also mit den Pfeiltasten, nach vorne uns umdrehen. Umdrehen, nach vorne. Oder wir machen das hier mit Turn, dann können wir jetzt halt quasi, ja,
Also entweder zur Seite gehen oder es wird uns umdrehen, was wir wollen. Wir können das Ganze auch, glaube ich, mit den... Ah ja, man kann es nur mit den Pfeiltasten spielen, aber nicht mit Numlock. Dass wir mit 7 zum Beispiel uns umdrehen könnten und mit 4 zur Seite laufen oder wie auch immer. So, dann gibt es die Option, also wenn man hier jetzt auf Drücke Return für Optionen, kann man Return drücken oder mit der Maus drauf drücken, dann sehen, haben wir verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel Suchen, dann kann man diesen Ort, an dem man uns jetzt gerade befindet, durchsuchen, ob man da was findet. Wir haben Ansehen, jetzt können wir uns das genauer mal anschauen, Daolin zum Beispiel. Jetzt sehen wir hier HP 9, Ausweichen 98, Zustand ist okay. TK ist die Traglast, 15 von 157 haben wir jetzt hier. Ja, unsere Werte, unser Inventar ist das hier. Jetzt muss ich mal sagen, das ist Ausrüsten. Prüfen können wir jetzt zum Beispiel sagen, Katana prüfen. Und dann sehen wir Katana, Waffe, wer das alles benutzen kann. Also... das obere sind die Mensch, Elf, Zwerg, Gnom, Hobbit, Fee, Echse, Drakon, Felpur, Ravul und der Mog. Und da sie alle grün sind, heißt es, diese Waffe kann jede Rasse eigentlich tragen. Genauso männlich oder weiblich. Also da gibt es auch in diesem Fall keine Unterschiede. Hier unten sehen wir schon was anderes. Das ist Kämpfer, Moment. Kämpfer, Magier, Paladin, Dieb, Ranger, Alchemist, Barde, Psioniker, Valkyre, Bishop, Lord, Samurai, Mönch und Ninja. Das sehen wir jetzt aber auch hier. Also der Samurai und der Ninja können diese Waffe tragen. Alle anderen können diese Waffe nicht tragen. Das ist schon mal ganz wichtig eigentlich. Man sieht auch, man kann damit schwingen und stoßen. PS weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine Handwaffe und Gewicht hat es 4-0. So, das ist das hier. Kombinieren, da kann man Sachen kombinieren. Spruch. Ah, wenn wir Spruch machen, können wir jetzt einen Spruch machen. Also könnten wir jetzt zaubern, um zum Beispiel hier oben den Kompass zum Beispiel zaubern, wenn wir ihn hätten. Ausrüsten, können wir Sachen ausrüsten. Prüfen können wir jetzt auch zum Beispiel die Roben noch sagen. Ja, die Roben kann jeder tragen, bis auf den Ninja. Macht ein RK-2. Genau, das sehen wir jetzt aber auch hier. RK-10 haben wir jetzt. Da haben wir jetzt, das sind so Amulette oder Ringe oder so, da haben wir im Moment 0, weil wir da gar nichts tragen oder weil wir da gar nichts, ja, das sind Bonus halt. Auf unseren Kopf haben wir ja nichts an, also wir fangen auch tatsächlich nackig an in diesem Spiel. So, das heißt, wir haben überall Rüstungsklasse 10 jetzt, also diese Standardrüstungsklasse. Und zwar Kopf, Körper, Beine, Hand und Schuhe. So, dann können wir sagen, ausrüsten. Wir rüsten jetzt aus die Katana. Wir benutzen die Wakasashi als Zweithandwaffe. Das ist ja auch die typische Katana und die Wakasashi. Das ist ja dieses typische Samurai-Ding. Die Wakasashi ist ja eine Zweithandwaffe, die relativ klein ist. Also das ist eigentlich typisch. Dann rüsten wir noch aus die Roben. Die Robenbein. Und die Sandalen. Was ja ein bisschen blöd ist, wenn wir uns irgendwas Neues ausrüsten wollen, müssen wir tatsächlich alles komplett nochmal neu ausrüsten. So, geb. Ah, damit können wir Gegenstände geben. Taschen, das sind noch Taschen, die wir haben. Das heißt, hier kommt unsere Sachen, die wir ausgerüstet haben und so weiter. Die können wir dann in eine Tasche quasi legen, um sie für später auszurüsten. Benutzen, damit können wir zum Beispiel Heiltränke benutzen und so weiter. Fertigkeiten, da sehen wir jetzt unsere Fertigkeiten. Daolin ist schon mit Schwert, hat schon 8 Punkte drin. Physisch hat sie gar nichts und akademisch Kiryutsu. Kiryutsu, das ist zum Beispiel jetzt das, wo ich gesagt habe, wo
nur jetzt zum Beispiel Samurai, Ninja und so weiter haben, also, aber nicht alle anderen Klassen, also die, wo wir bisher hatten, haben die jetzt nicht gehabt. Kiryutsu hat C8 drauf und es ist einfach, dass man mehr Grit macht. Das heißt, eine Grit-Möglichkeit mit der Waffe. Gut, das war soweit Dingsbums. Fertigkeiten ansehen. Ah, da können wir die anderen noch ansehen. Da können wir gleich nochmal umblättern. Spruch ist klar, prüfen ist klar, kombinieren. Da kann man Items miteinander kombinieren. Ablegen, wenn man einen Gegenstand ablegen wollen. Und ändern. Da könnte man quasi Beruf ändern. Das ist ja das, was ich gesagt habe, dass man jederzeit nochmal. Oder habe ich das gesagt? Ich weiß gar nicht. Man kann jederzeit nämlich den Beruf ändern. Wenn man das macht, fängt man wieder auf Level 1 an. Also man ist jetzt zum Beispiel Level 5 Samurai. Ich gehe auf Beruf ändern und sage, ich will Magier werden. Dann bin ich wieder Magier auf Stufe 1. Aber sämtliche Fähigkeiten, die ich hier hatte, also diese zum Beispiel diese ganzen Das ist Kiryutsu zum Beispiel. Das hätte ich auch weiterhin. Dann hätte ich mit Daolin einen Magier, der auch Kiryutsu kann. Oder sich je nachdem im Schatten verbergen. Oder sonst irgendetwas. Und so kann man sich dann, ja, doch das Spiel relativ, ja, einfacher machen. Einmal, weil man halt dann auch tatsächlich viele, viele Fähigkeiten kriegt. Und weil man wieder mit Level 1 anfängt. Das heißt, der Abstand zwischen Level 1 und 2 ist um einiges geringer als zum Beispiel zwischen 8 und 9. Und jedes Mal, wenn wir ein Level Up haben, können wir bei Magiern zum Beispiel neue Zaubersprüche lernen. Das heißt, wenn wir wieder zurücksetzen mit den anderen Dings, können wir Zaubersprüche von anderen Klassen lernen und unser Mana hochmachen. Und außerdem kriegen wir dann Fertigkeitspunkte, wo wir dann nochmal draufsetzen können. Und da können wir uns dann auch verbessern. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, das zu machen. Dadurch wird das Spiel aber dann auch später leichter, aber es ist halt auch grindhaftiger. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen oder wie ich das mache. Ich denke, ich werde es vielleicht einmal machen, vielleicht auch zweimal, müssen wir mal schauen. Aber ich werde es dann offline machen. Also das ganze Grinden dann, das machen wir dann nicht zusammen. Weil das ist dann auch uninteressant. Das ist dann einfach nur kämpfen, 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 um hochzuleveln und so weiter. Muss mal schauen, wie ich das machen will. Okay, dann schauen wir, Daolin war das. Dann schauen wir uns Tadada mal an. Ach, ich muss da unten anklicken. Tadada ist, wie gesagt, ein männlicher Zwerg, ein Lord. Auch HP 9. Hat einen Karma von 17. Da habe ich ziemlich hochgewürfelt gehabt. Ja, da sehen wir die Werte und alles Mögliche. Hat ein Breitschwert. Da sehen wir auch schon, den können nur Kämpfer, Valkyren und Lords zum Beispiel benutzen, dieses Breitschwert. Hat Schwingen und Stoßen. Eine gepolsterte Tunika. Ich werde es jetzt einfach mal ansehen. Also wir ziehen an, das Breitschwert. Okay, teilweise ist es einfacher nur mit Tastatur zu spielen. Vielleicht werde ich das auch mal umstellen. Also wir nehmen das Breitschwert, wir ziehen an den stählernen Helm, die gepolsterte Tunika, die gepolsterten Beinschienen und die Halbstiefel. So, dann gehen wir noch auf Fertigkeiten. Schwert hat er 7 Punkte drauf. Psychisch werde ich ihn auf Scout machen, damit er Sachen entdecken kann. Und akademisch hat er auch nichts. So, dann gehen wir mal zu Tag, unseren Baden. Der hat zum Ausrüsten, könnte er jetzt zum Beispiel die Schlinge anlegen. Das ist dann eine Fernkampfwaffe mit Geschossdinger. Hat dann jetzt 25 Schuss. Wir nehmen das Tuchhemd. Da sieht man auch schon, das Tuchhemd macht kaum eine Rüstungsklasse hier. Tuchhose. Und das war's. Da muss ich die Laute nicht... Moment. Musste ich die Laute nicht... Nee, die kann ich gar nicht ausrüsten. Also die Schlinge, Geschoss, Tuch und das hier. Gut. Also in der einen Hand die Schlinge, in der anderen Hand die Geschosse. 25 Steine hätten wir zum Verschießen. Die Laute, die prüfen wir jetzt gleich mal. Das ist ein Spezialding. Das ist, glaube ich... Das müssen wir, glaube ich, nicht ausrüsten. Das müssen wir dann später einfach so benutzen.
hat, ja, kann nur der Bade benutzen. Könnte man auch anschauen, was die genau macht, wenn man sie identifiziert, glaube ich. Fertigkeiten? Hast du hier gar nichts? Physisch bist du bei Musik auf 9. Das ist mit der Laut dann spielen. Werden wir auch sehen, das ist wie ein Zauber, die sind gar nicht so schlecht, finde ich. Und Gaunerei. Gaunerei ist Schlösser öffnen, dass wir Schlösser knacken besser können. Taschenspieler, das ist dann sowas wie Taschendiebstahl. Also ich hoffe, ich habe es auch richtig gemacht, dass es so ist. Ein Taschendiebstahl, das braucht man in dem Spiel definitiv nicht. Das werde ich auch nie machen. Aber Gaunerei, Schlösser öffnen, das wird wichtig sein. Das wird dann Tack machen. Und akademisch hat er auch nichts. Gut, dann gehen wir zur Fala über. Ach, ich klicke jedes Mal aufs Porträt da oben. Sie kann ein Speer benutzen. Das kann man da auch schauen. Damit kann sie stoßen. Das ist eine Zweihandwaffe. Und soweit ich weiß, ist der Speer auch halt lange, sodass sie aus der zweiten Reihe angreifen kann. Deswegen steht sie auch in der zweiten Reihe jetzt. So, dann dreht sie den Speer, den Lederhelm, den Fellhalter, den Lederrock und die Sandalen. Fertigkeiten hat sie Stange und Waffe. Stange und Stab meine ich natürlich. Das ist natürlich Stange, das ist der Speer. Und das, oder Stab halt, da ist sie ganz gut drin. Physisch hat sie nichts und akademisch hat sie Mythologie, damit ich die Feinde erkennen kann und ein bisschen Theologie. Das wird vielleicht später auch noch wichtig werden. Im Moment war das eigentlich unnötig, da Punkte drauf zu geben. Aber Mythologie, um die Gegner erkennen zu können. So, dann gehen wir zu Orael. Er hat einen Bauernspieß. Oh, Moment mal. Wenn er einen Bauernspieß hat, wäre es eigentlich sogar sinnvoll, ihn woanders hinzubringen. Oder wir können die kleine Heilung, das ist nur Spruchdings mit 3 Dinger, müssten wir ausrüsten. Ansonsten hat er das Übliche. Fertigkeiten hat er ja nicht, physisch hat er nichts, aber akademisch Theologie. Theologie ist die Magierstufe des Priesters. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, wie konnte man hier nochmal umbenennen? Nee, das war's nicht. Das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Aber mit dem Bauernspieß, ich meine, wir wollen wahrscheinlich ach genau, Sprüche. Kann er hier Wunden heilen und Wunden zufügen, hat er jetzt gesagt. Das heißt, da könnte er tatsächlich mal ein bisschen heilen. So, ansehen, dann Sinaloa. Sie hat von Natur aus schon eine etwas kleinere Rüstungsklasse. Ich habe es bei den anderen gar nicht geschaut. Das heißt, sie ist da tatsächlich ein bisschen besser gerüstet als die anderen, hat aber nur HP von 4. Das heißt, auf unsere kleine Sinaloa müssen wir aufpassen, dass die hier nichts abkriegt. Kann auch nicht so viel tragen. Man sieht auch Stärke nur 3. Ja, dafür ist sie woanders halt um einiges besser. Sie hat einen Stab, grobe Sandalen, hat als Fertigkeitspunkte hier nichts, da nichts. Aber akademisch die Taumaturgie. Das ist wie das andere, die Theologie beim Priester, ist das hier wichtig für unseren Magier. Und Sprüche kann sie Energiestoß und Schlaf. Im Moment jedenfalls. So, das war das hier. Das war Ansehen, da können wir nochmal Sprüche, da können wir nochmal zaubern, wenn wir das wollten. Benutzen könnten wir auch nochmal Gegenstände benutzen, wenn wir das wollten. Dann haben wir Öffnen, wenn wir was zu öffnen hätten, also verschlossene Türen öffnen und so weiter. Aufstellung ist, glaube ich. Ich glaube, ich wollte dann Tack mit Orael. Hä? Ach, Mist, nee, ich muss es anders machen. Aufstellung, der Oberste hier, wer kommt als Oberstes in Dings? Daulin, dann Talada, dann Orael, Fala und Tack und Sinaloa hier. Dann machen wir es nämlich so, weil
Zaubersprüche zu schleudern geht immer. Zauber mit der Laute geht von hinten immer genauso wie bei Sinaloa mit Dings. Dann kann er, wenn er will, auch noch zuschlagen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, und dann können wir uns hier quasi jetzt langsam mal hier umschauen in diesem Schloss. Beziehungsweise wir schauen nochmal ganz kurz. Ah, da haben wir schon unsere erste Begegnung, unseren ersten Kampf. Und zwar zwei Spitzbuben. Ah, das sieht man jetzt gar nicht. Ich habe, wenn ich mit der Maus drüber gehe, noch einmal ein kleines, dank der Karte, die wir da haben, ein kleines, wie heißt es? Fenster drüber, so ein, eine kleine Toolbox sozusagen, wo drauf steht, wie viel HP die zum Beispiel haben, Negativeffekte, laut und so weiter. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den ersten Kampf. Jetzt können wir sagen, wir können kämpfen, dann können wir mit unseren Schwertern zuschlagen, wir können parieren, wir können ausruhen, ich glaube, um Dings zu machen. Wir können Spruch machen, wir können was benutzen, wir können uns bewegen, wir können rennen, wir kämpfen natürlich mal. Und zwar Hammer schwingen oder stoßen. Das sind auch wieder so Sachen, die eine macht das, aber hat dann vielleicht eine etwas kleinere Trefferwahrscheinlichkeit, das andere trifft eher und so weiter. Wir stoßen. Jetzt kommt Taladar dran. Der wird auch kämpfen und auch stoßen. Jetzt haben wir Orael. Wir könnten Schmerzen zufügen. Oder heilen. Kann ich gerade mal schauen. Ich kann aber auch, ich sage einfach mal schlagen jetzt hier mit dir. Und bei dir genauso. Ja, da bei Fala haben wir tatsächlich nur eine Option gehabt und nicht zwei Optionen mit ihrem Speer. Deswegen kam jetzt hier auch nichts. So, dann benutzen wir unsere Laute. Okay. Ja, da steht anscheinend nichts weiter. Und Sinaloa soll einen Spruch machen. Und zwar soll mal den Energiestoß machen. Wie geht denn das jetzt hier? So, Energiestoß. Und zwar auf Stufe 2, auf Stufe 1. Da könnte man jetzt noch Stufe 1 machen. Das kostet 2, Stufe 2. Ja, können wir im Moment gar nicht machen. Stufe 1. So. Dann haben wir jetzt unsere Kämpfe alle ausgerüstet. Dann heißt es jetzt Kampf beginnen oder Befehl zurück. Dann könnte ich alles nochmal sagen, was was ist. Oder Abbruch. Aber wir machen Kampf beginnen. 5 Schaden. 5 Schaden. Der ist weg. Der stirbt schon mal. Energiegeschoss getroffen mit 2 Schaden. Bauernstieß mit 4 Schaden. Spielt die Laute. Da haben wir auch irgendeines Ding gemacht. Irgendeine Fähigkeit gehabt. Und ja, wir bekommen Sachen. Wir bekommen den Wildlederlams. Wildlederlamsjagd natürlich. Müssten wir mal schauen, was der bringt. Und eine Kohlrübe, die nehmen wir natürlich alle mit. Kriegst erstmal Daolin. Und die Kohlrübe kriegt auch mal Daolin. Das müsste ich mir jetzt mal anschauen, was da Sache ist. Ja, dann haben wir schon unseren ersten Kampf gehabt. Dann Ansehen von Daolin. Prüfen von den Wildlederlams. Es kann zum Beispiel schon, weil sie können es schon mal nicht mehr tragen, weil sie Dings hat. Samurai ist. Der Kämpfer könnte es tragen. Haben wir aber keinen da. Dieb könnte es tragen. Haben wir auch keinen da. Ranger haben wir keinen da. Unser Bade könnte das tragen. Oder unsere Valkyrie oder unser Lord. Das hat minus 3. Jetzt müsste ich tatsächlich nochmal schauen. Das will ich mir aber mal ein bisschen besser noch aufschauen. Aufschreiben. Die gepolsterte Tunika hat minus 4. Das heißt, das wäre schon mal blöd. Das wäre schon mal schlechter. Du hättest den Fellhalter. Minus 2. Den könnte man zum Beispiel jetzt ändern. Dann hätten wir minus 3 hier. Und bei Tag. Was hast du denn? Tuchhemd. Tuchhemd hat nur minus 1. Dann hätte ich vielleicht tatsächlich gesagt. Gehen wir nochmal zu Daolin. Gebe. Wem geben? Gebe Tag. Den will. Gold. Ach nee. Hä? Kein Gold geben. Aber das geben. Okay, da muss ich nochmal schauen, wie das genau geht.
Ich wollte, ja, keine Ahnung, ich habe anscheinend das Richtige jetzt gegeben gehabt. So, dann aussuchen, dann die Schlinge kommt dran, das Geschoss kommt dran. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder das Tuchhemd oder das Wildlederlams zu nehmen. Oder die Tuchhose. So, jetzt sind wir da schon ein bisschen besser gerüstet. Das hat sich doch gelohnt. So, dann, genau, hier haben wir noch Aufstellung, hatten wir. Rasten können wir noch, um, ja, unsere AP und MP und unsere HP wieder hochzubringen. Wir können auch auf Disk gehen, da können wir speichern und weiterspielen machen, speichern oder beenden oder ohne zu speichern das Spiel verlassen. So, ich habe mal gespeichert und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.